Moin moin ihr Schnittchen und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich habe mir überlegt, hey, mach doch vielleicht mal ein Video über verrückte oder skurrile Fahrgeschäfte, die man nicht so oft auf der Welt findet, und bin dann im Kopf mal durchgegangen, so hey, was bist du schon vollkommen Beklopptes gefahren? Was gibt's so vielleicht nicht nochmal? Was ist so außergewöhnlich, dass man das unbedingt mal zeigen muss? Und ich habe so viel schon gefunden, hiervon kommen auf jeden Fall mehrere Ausgaben. Ich habe mir überlegt, ey, wie teilst du das auch am besten auf? Deswegen 7 Stück sind es in diesem Video. Und ich würde sagen, wir fangen einfach direkt mal an mit einer einzigartigen, vollkommen bekloppten Attraktion. Und zwar Sledgehammer in Canada's Wonderland in der Nähe von Toronto. Das ist nämlich ein Huss Jump 2. Der einzige, der auf der Welt existiert, der fährt seit 2003, hatte zwischendurch immer wieder sehr große Probleme, weil das Ding doch technisch äußerst aufwendig ist und zu einer Zeit entstanden ist, da war man halt einfach noch nicht so weit oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall aufgebaut ist das Ding, ihr habt einen Mittelbau, dann sind 6 Arme so krallenartig und an jeder Kralle sind halt quasi 8 Sitzplätze so verteilt. Und also das ganze Ding dreht sich dann und die Krallen heben sich und fallen dann wieder. Und eigentlich denkt man sich so, ey, so ein Voodoo-Jumper auf der Kirmes zum Beispiel ist ja voll geil, das macht ja mega viel Spaß mit der Airtime. Ja, nee, also der Jump 2, der sieht mega beeindruckend aus, keine Frage. Das sieht super krass aus, wenn die ganzen Arme sich heben und wieder runterfallen und sowas. Aber fahrtechnisch macht das echt nicht viel Spaß und Airtime ist da jetzt auch nicht so viel. Ah, schade. Und das Ding, was halt ganz skurril ist, während man hochfährt, wackelt das seitlich. So, also weiß ich nicht, da hat die eine Fahrt gereicht, die Fahrzeit beträgt auch irgendwie 2 Minuten oder so und für das ganze B- und Entladen, das dauert dann etwas länger. Ja, weiß ich nicht. Also sieht mega beeindruckend aus, ist super skurril, wenn man sich das riesige Teil anguckt. Ich glaube, das ist 25 Meter hoch insgesamt, wenn die Arme gehoben sind. Ja, aber irgendwie, nee. Attraktion Nummer 2 befindet sich im Eifelpark in Rheinland-Pfalz und hört auf den Namen Seeräubers Kanonenritt. Das Ding wurde 2018 eröffnet, gebaut von Inno Hege und ist der Attraktionstyp Rapido. Gibt es so noch kein weiteres Mal, weiß ich aber auch nicht, ob ich das bräuchte. Das Ding ist halt in so einer Kuhle eingelassen. Einmal rundherum. Ihr betretet das Ding über eine Treppe, über eine Leiterbrücke in der Mitte, die dann auch gehoben wird, bevor die Fahrt losgeht. Ihr nehmt den kleinen Botenplatz. In diesen Boten passen 2 Leute nebeneinander und ihr habt ein Lenkrad. Das könnt ihr drehen und damit verlängert sich quasi der Arm, wo euer Boot dran ist. Und wenn man denkt so, ey, eigentlich könnte das relativ spektakulär sein, weil das halt so eine Kuhle ist und ihr könnt halt ausschwingen in dieser Kuhle bis zu 60 Grad an der Steilwand. Ihr fahrt mit 30 km/h im Kreis. Ja, aber irgendwie passiert da nicht viel. Also wäre das jetzt wie so ein Drifter gewesen, dass man wirklich schnell nach außen fährt und wirklich ausschwingt und so, ey, mega cool. Aber ihr fahrt halt so langsam da lang. Keine Ahnung. Also klar, für Kinder ist das natürlich cool, weil die können ein Lenkrad drehen und da passiert halt was und man fährt nach außen, aber weiß ich jetzt nicht. Spektakulär ist es nicht und schön aussehen tut es jetzt auch nicht wirklich. Also eine weitere Attraktion, die ich, seitdem ich sie gefahren bin, ultimativ feier, ist der High Roller. Die Kiste bin ich damals 2016, 2017 in Houston, Texas auf der Todd Armstrong Fair gefahren. Das Ding ist ein Crazy Train von Larsen International und ich habe damals irgendwo mal Videos davon gesehen und habe mir gedacht, Alter, das musst du irgendwann mal fahren. Und dann waren wir auf dieser Kirmes, weil da ein Count stand. Und dann stand da einfach so ein Ding und es war vollkommen irre. Ihr kennt ja bestimmt diese Larsen Looper, die halt quasi der Ring of Fire, wo du in einem Zug sitzt und der fährt dann die ganze Zeit diesen Looping. Das Ding ist so ähnlich, nur dass es halt quasi so ein plattgedrückter Looping ist, so ein Oval. Ihr sitzt in einem Zug, der fährt dann halt die Runden, aber dieses ganze Oval fängt dann auch noch an sich zu drehen. Sieht von außen ultimativ spektakulär aus, mega, mega krass. Und wenn man da drin sitzt, fühlt sich das an, als wäre es eine lange Helix, die man die ganze Zeit fahren würde, aber es ist unfassbar witzig. Ich habe selten auf einem Fahrgeschäft so gelacht wie da.
mega geil. Ich erzähle da immer super gerne von. Ich liebe das Ding. Optisch ist das einfach eine Wucht. Mega verrücktes Ding. Keine Ahnung, wo die Dinger noch unterwegs sind, wie viele es davon noch gibt. Ich war froh, den zufällig auf dieser einen Kirmes vor einer Achterbahntour noch gefunden zu haben. Super, super geil. Ein Fahrgeschäft, wo ich, glaube ich, immer noch überzeugt bin, dass es mit das intensivste ist, was ich je gefahren bin, hörte auf den Namen Dragon Riders und stand mal im polnischen Legendia, da wo der Lechcoaster steht. Dragon Riders steht da leider nicht mehr. Bei meinem allerersten Besuch stand das Ding noch, bei meinem zweiten Besuch war das schon abgebaut oder halb abgebaut. Und ich habe nie richtig herausgefunden, von welchem Hersteller kommt das Ding, von wann ist das Ding, gibt es da noch weitere von? Keine Ahnung, das Einzige, was ich noch herausgefunden habe, ist, dass es wohl der Typ Mix Machine oder Rock'n'Roll ist. Mehr konnte ich nicht rausfinden. Ich habe davon auch tatsächlich nur dieses eine On-Ride-Video. Ihr könnt euch das Fahrgeschäft vorstellen, von der Strecke her wie so ein Musikexpress, also einmal im Kreis, aber halt auch mit hoch und runter. Aber gepaart mit einem Lunar Loop, den ihr aber nicht selber steuern könnt. Das heißt, ihr sitzt in Gondeln euch gegenüber, jeweils zwei Plätze, seid nicht durch wirklich viel festgemacht und dann dreht sich das ganze Ding halt und irgendwann fängt er an, sich zu überschlagen. Aber halt auch nicht langsam. Und da das Ganze so toll ist, macht er das auch nochmal rückwärts. Also es war wirklich, ich war mit einem Kollegen da und wir haben beide gesagt, ey, das ist, glaube ich, das Krasseste, was wir je gefahren sind. Das ist Astronautentraining. Super, super crazy. Ich hatte mich bei meinem zweiten Besuch schon wieder richtig darauf gefreut. Dann war es weg. Keine Ahnung, wohin das Ding ist. Keine Ahnung, ob die das verschrottet haben, ob es davon überhaupt eine zweite Anlage gibt. Das war auf jeden Fall mega, mega, mega krass. Dieses Jahr war ich tatsächlich ja noch in Frankreich und im Park Asterix für Toutatis und ein paar andere Sachen. Und da waren wir als allererstes in Le Fleury, einem kleinen Freizeitpark in Nordfrankreich. Und da gibt es La Catapulte. Ja, damit haben wir selber nicht gerechnet, dass ein kleiner Park wie dieser so etwas hat. Wir alle kennen ja diese Bungee-Kugeln, ne? Wie im Skyline Park oder wie auch im Freizeitpark Geiselwind, wo man zu zweit nebeneinander sitzt in einer Kugel, die wird dann an zwei Seilen hochgeschossen. Das Ganze gibt es da ähnlich auch, nur steht ihr da einzeln einfach nur in so einem Klettergeschirr und werdet nach oben geschossen. Also ja, das war super, super krass. Wir waren halt direkt morgens da und wir haben das quasi mit als erstes gemacht, weil ich glaube, pro Person dauert schon so 5 Minuten, bis das rangezogen wird, bis man komplett fertig ist, weil pro Körpergewicht, also je nach Körpergewicht, müssen da andere Seile dran, mehr Seile dran. Das Ding geht, glaube ich, von 35 bis 120 Kilo kann man das machen. Dann wird man halt da eingespannt und dann wird unten immer weiter gespannt. Und irgendwann wird halt losgelassen und dann pfeffert man halt nach oben, hat ultimativ geile Airtime. Also wirklich, das ist der Inbegriff von Airtime quasi. Und ihr seid da so ungefähr 24 Meter hoch am höchsten Punkt. Und dann fallt ihr halt nach unten, wieder nach oben. Überschläge sind nicht erlaubt. Weiß ich gar nicht, könnte man sehr gut, glaube ich, machen. Man muss sich halt auch so an den Seiten festhalten, damit man das machen kann. Und klar, natürlich der erste Moment oben ist halt super, super krass. Danach nimmt es halt relativ schnell ab, aber allein für diesen einen Moment lohnt sich das mega. Aber wenn da halt gefühlt 10 Leute stehen, ist die Wartezeit schon mal zwischen einer halben Stunde und einer Stunde. So, das ist halt leider dann das Problem an der Sache, aber mega, mega cooles Ding. Eine weitere Attraktion, die ich super unscheinbar fand, war die Reifenrutsche oder Rundbootrutsche im Tier- und Freizeitpark Thüle. Keine Ahnung, wer der Hersteller ist, steht nirgendwo. Ich habe zumindest kurz mal geguckt, ich habe noch immer nichts rausgefunden, wer der Hersteller ist. Keine Ahnung, ob die es selber gebaut haben oder irgendwas mit Metallbau Emmeln zusammen oder so, ich weiß es nicht. Steht seit 2015, ist 18 Meter hoch, sind 2 Rutschen. Ihr sitzt in so einem Reifen alleine und die Rutschen gehen halt los. Dann geht es in eine geschlossene Helix, dann geht es wieder raus und dann kommt so ein kleiner Jump. Und auf diesem Jump, ihr rutscht halt und dann kommt der und der Reifen denkt sich halt so, oh, ich spring mal weiter. Und das ist super, super geil, besonders durch die runden Ringe könnt ihr euch halt mega krass drehen und ihr könnt da rückwärts runterfliegen, ihr könnt vorwärts runterfliegen. Es ist mega, mega geil.
super skurrile Sache. Das ist einfach so eine Rundbootrutsche, Reifenrutsche 2.0 in super thrillig. Das hat mega, mega Bock gemacht. Ich bin auch freiwillig dann mehrmals hochgelaufen, einfach um das nochmal zu machen. Voll geil. Mega, mega cool. Befindet sich im Park auf der anderen Seite, auf der Straße. Ihr müsst über so eine Brücke dahin. Deswegen kann man das vielleicht leicht verpassen. Nur so als Tipp. Mega coole Sache. Die letzte Attraktion, die ich euch heute nennen möchte, sind die Flying Machines im Blackpool Pleasure Beach. Beziehungsweise damals die Sir Hiram Maxim's Captive Flying Machines. Denn die sind von 1904 und damit die älteste bestehende Attraktion in Blackpool Pleasure Beach. Das Ding ist im Prinzip ein Kettenkarussell, nur dass ihr in langen Raketen sitzt und das fängt langsam an sich zu drehen. Ihr startet halt schon erhöht, steigt dann ein, dann fängt es sich langsam an zu drehen und ihr schwingt dann aus. Ihr schwingt bis zu 40 Grad, meine ich, aus. Das ist dann ungefähr so 10 Meter Höhe insgesamt. Seid schon gut schnell unterwegs in diesen Raketen, habt dann halt im Blackpool einen geilen Ausblick über den Eingangsbereich mit Valhalla und Co. Dauert natürlich ein bisschen, bis ihr auf Topspeed seid und das Abbremsen dauert halt genauso lange, weil theoretisch würde man, wenn man einfach stoppt, würden die Raketen instant so in die Mitte knallen. Will man natürlich nicht, deswegen ist das Abbremsen auch relativ langsam. Also eine ähnliche Attraktion findet ihr auch in Legendia in Polen. Da ist die aber von 1959. Auf jeden Fall Flying Machines, das ist halt so ein oldschooliges, cooles, skurriles Ding. Feier ich. Finde ich cool. Ist einfach so was richtig Gemütliches für zwischendurch mit einem Mega-Nostalgie-Faktor. Der Hammer. Das war's dann auch quasi mit skurrilen, verrückten Attraktionen für heute. Wenn euch das Video gefallen hat, tippt es da unten rein, gebt ein Like. Ihr kennt das ganze Spielchen ja. Wenn euch noch Sachen einfallen, schreibt es auch gerne in die Kommentare. Wenn ich das schon gefahren bin, packe ich das auch noch in Videos. Wie gesagt, da kommen in Zukunft noch mehr. Ich habe da einiges rausgesucht. Vielleicht finde ich auch noch so einiges bei mir auf den Festplatten. Ist auf jeden Fall ein super, super cooles Thema, womit ich mich gern beschäftige. So Attraktionen, die es selten gibt, die irgendwas mit einem machen, die einem in Erinnerung geblieben sind, die vielleicht auch ultra schlecht sind, deswegen, weil sie so skurril sind. Keine Ahnung. Ich feiere sowas auf jeden Fall. Aber das soll es jetzt erstmal gewesen sein. Deswegen sage ich euch viel Spaß in den Freizeitparks dieser Welt. Bis dann.